Amicia, Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Ist alleine los, um die Mutter zu befreien, wa? Hugo! Na klar. Oh nein. Er ist weg. Dann haben sie es einfach nur random dahin gehängt, damit sie später sehen kann, dass eins fehlt, um dann sagen zu können, oh, er ist weg. Oder war das jetzt der ganze Sinn von der Aktion, dass sie beide ihre Medaillons dahin gehängt haben? Irgendwie wird es jetzt zu dem Alberner, ja, in der Tat. Ich habe jetzt gerade nicht mehr so den Eindruck, dass die wirklich einen Plan hatten, wie die Story wirklich enden soll oder so. Die haben irgendwie so ein Mysterium aufgebaut und dann ist ihnen irgendwie nichts richtig eingefallen, wie sie es auflösen sollen. Oh, mein Kopf. Oh. Und haben dann irgendwie... Ganz langsam... So abstrusen Quark angefangen. Wieso fehlt mir jetzt eigentlich die Hälfte? Muss ich auch nicht verstehen, ne? Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Ja, einfach random im Wald den Namen schreien, das hilft bestimmt. Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ist das ein... Ein Dorf? Hier? Wo ist die überhaupt? Hey, also wo rennt die gerade hin? Wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Und wenn? Oh, Amicia! Hm. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht! Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Die Alte war doch in dem... Ja, die war doch in dem Dorf... in der Nähe vom Anwesen der Daroons, oder? Als sie mit dem Kind geflohen ist. Wieso ist die jetzt hier? Weil das Chateau ist ja offensichtlich woanders. Das soll jetzt irgendwie so ein Wow-Effekt sein. Was geht und irgendwie. Vor? Amicia, ich hab auf dich gewartet. Komm, oder ist irgendwie so eine Traumsequenz oder sowas? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen... Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Du hast mir einen Scheiß erzählt. Mit wem redest du, Mama? Deswegen haben wir ja den ganzen Mist hier. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sie selbst. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Lass mich in Ruhe. Hugo, wo bist du? Ist er? Ich will nach Hause! Hugo! Lass mich gehen!
Er ist hier. War das jetzt so eine Art Wahnvorstellungs... Ich weiß es nicht. AKA Traumsequenz Geschichte oder... Lutscher. Eins. Zwei. Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Also was die Sequenz jetzt sollte, keine Ahnung. Ich habe einmal gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Ich meine... Dass er vielleicht irgendwie tatsächlich so eine Connection zu der Mutter hat, das kann ja noch irgendwie sein, wenn er da irgendwelche komischen Skills hat durch den Makula-Quark. Aber warum sie jetzt da irgendwie in so eine Grube gefallen ist und irgendwelche komische Visionen gehabt hat und so. Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Es kommt von da drüben! Wir müssen gehen! Nein, du gehst da nicht hin! Aber warum? Lass mich los! Hugo! Ich komme, Mama! Komm zurück! Oder ist jetzt irgendwie so ein Psychotyp, der jetzt irgendwie Sachen projizieren kann in die Gehirne anderer Leute rein? Keine Ahnung. Das ist... soll, Mama, ja. Wo bist du? Nein, Hugo! Da! Sie ist da drin! Mama! Hör auf! Das ist sie nicht! Also die ganze Sequenz hier, keine Ahnung, was das sein soll, ja. Was tust du mir?